Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Forza Motorsport 7. Heute geht es weiter mit der Formula E. Wir haben noch zwei Rennen offen. Und jetzt fahren wir auf Daytona. Aber zuallererst stelle ich mal wieder die Fahrhilfen um. Denn ich bin gestern Formula E eigentlich mit Lenkrad gefahren, mit dem Silas zusammen. War ziemlich geil, deswegen habe ich halt noch mit einem Malerlenken unterwegs. Und heute mal wieder mit Simlenken natürlich. Der Rest ist eigentlich alles gleich geblieben. Rennlänge machen wir mal wieder auf normal. Das wären noch nie viele Runden. Zwei Runden. Wird schwer, da gut zu werden, aber das schaffen wir schon. Ich will jetzt nicht jedes Rad auch lang fahren. Dann würde ich an sich schon gerne, nur das dauert halt viel zu lange. Denn es hat erst. Oder das hat Ewigkeiten. Aber wir brauchen noch ein paar Mods. Die Mods heben wir uns hier noch schön auf. Fahren Sie bei Nacht? Haben wir Nacht? Sieht nicht so aus, ne? Ach, ich kaufe einfach mal Mods, würde ich sagen, ne? So, Preiskiste kaufen. Wir nehmen mal eine Standardkiste, ne? Gucken, was die so hat. Öffnen. Zack. Wir bekommen. Okay, nicht mal annähernd. Hinterm Steuer. Konterkurvenfahrt und grandioses Überholen. Okay. Eine gute Kurve kriegen wir hin. 25 Meter Vorsprung ins Ziel. Hauswert haben die alle. Naja, gut. Wir nehmen erstmal an. Das heißt, wir. Oder ich besser gesagt, ich nehme jetzt mal eine gute Kurve. Das sollten wir hinkriegen. Und ich mache einfach mal rein. Ich bezweifle, dass ich auf der kurzen Strecke Erster werde in diesen beiden Runden. Aber man weiß ja nicht. Der Toner mag ich eigentlich sehr. Ist eigentlich mit Indycar ziemlich geil. Man ist ja fast ein Indycar, ne? Formula E. Fast. So. Ich habe aber noch ein kleines bisschen rumgespielt im Tuning. Noch ein bisschen was geändert. Okay. Jetzt ist gerade wieder ziemlich komisch. Habe jetzt, glaube ich, über 24 Stunden kein Forza mehr gespielt. Ja, ich bin krank, glaube ich. Ja, war alles gut. Ich war gestern schön noch mit dem Silas schön. Wir sind Nordschleife gefahren, wir sind Mugello gefahren. Was sind wir denn alles gefahren? Ich glaube noch zwei, drei weitere Strecken mit Formula E. Hat noch ein bisschen versucht, zumindest zu driften. Was mir nicht so wirklich gelungen ist, was auch irgendwie an den Einstellungen lag. Ich bin halt immer zwischen Lenkrad und Controller geswitcht, so ein bisschen. Ja, halt je nach Auto. Und teilweise war die Steuerung, die war schon irgendwie ein bisschen buggy. Also teilweise, das war richtig komisch. Ich bin gefahren diesen, wie heißt denn das? Diesen Ford UTE. Diesen FPV Limited Pursuit oder sowas, keine Ahnung wie der heißt. Pursuit Limited Edition. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich konnte mit dem Wagen Gas geben. Aber nicht, wenn ich lenke. Sobald ich lenke, also Drehzahl ist da, nur der Wagen, der fährt nicht los. Das ist ziemlich komisch. Es werden Driften sehr ungünstig, wenn man während man lenkt nicht kein Gas annimmt. Das ist ein wenig ungünstig. War trotzdem gar nicht mal so scheiße eigentlich, so für meine Verhältnisse. Ja, ein bisschen Cutten hier. Ein bisschen Schwung mitnehmen. Vierter Gang. Erster werden? Oh, vielleicht. Ich meine, schön wäre es natürlich. Schön die Steilkurven. Das war wirklich ziemlich verrückt. Aber ging dann im nächsten dann wieder. Da war wieder alles normal. Aber woran das lag, ich weiß es nicht. Ein komischer Bug gewesen. Aber heute kommt noch der Day One, oder mehr oder weniger so eine Art Day One Patch raus. Mit ca. 250 Megabyte. Was genau gebracht hat, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, vielleicht noch so ein paar Bugfixes. Oder irgendwie was. Weil ich glaube, viel schlechter machen kann der Patch eigentlich nicht. Bei Online ist es teilweise noch ein bisschen blöd, was ich vor allem richtig bescheuert finde. Ich weiß nicht, wieso die das gemacht haben. Das ist immer noch ein Rätsel. Und zwar, hier erstmal schön am Driften. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt mit Silas oder mit irgendwelchen Leuten in der Party bin. Und dann in den Multiplayer von Forza 7 gehe. Da kann ich mit den Leuten in der Party nicht mehr sprechen. Jetzt spreche ich denn aktuell mit denen im Spiel. Muss ich erst wieder den Chat wechseln mit ein paar Tasten. Und dann kann ich wieder in der Party reden.
Muss man immer umstellen. Das ist total bescheuert. Wenn man die Party wieder verlässt oder so, oder aus dem Multiplayer rauszieht, muss man das wieder machen. Weil dann ist es wieder anders. Ich weiß nicht wieso, aber das ist total behindert. Oh, das war zu weit außen. Lol. Alles klar. Da frage ich mich auch, warum? Was hat das für einen Sinn? Gar keinen eigentlich. Ich finde es total unnötig. Und umständlich. So, oh, wieder ein wenig zu spät gebremst. Der Sound, ne? Diese Stille. Nicht mal nur die lauten, schreienden, dröhnenden Motoren, noch mal was Entspannteres. Müsste nicht mal nur alles möglichst laut, möglichst brutal sein. Ist halt auch so ein bisschen ein Understatement, die Formula E. Die Dinger sehen nicht so übertrieben schnell aus, zumindest. Die sind halt nicht übertrieben laut, die hört man halt nicht so. Aber die sind mega schnell. Und das ist das Geile, finde ich. Okay, erster wäre nichts, aber dritter werde ich immerhin. Ist auch schon mal was. Das heißt, wir haben sehr, sehr gute Chancen, hoffe ich, auf die Meisterschaft. Da sind wir, glaube ich, aktuell Zweiter. Wir haben keine gute Kurve geschafft. Ist das ja ernst? Aber da bin ich, glaube ich, Zweiter mit 10 Punkten Abstand zum Ersten. Und ich hoffe, der ist jetzt nicht wieder Erster geworden, weil dann habe ich ein Problem. Also wäre es da nicht unbedingt zwingend, aber es wäre schon vorteilhaft, das nächste Rennen zu gewinnen. Das nächste ist auch das letzte. Also da muss ich wirklich nochmal alles rausholen. Und hoffen, dass der jetzige Erste oder der jetzige Zweite der Meisterschaft, dass er nicht so gut ist. Weil immer haben wir 30 Punkte weniger bekommen als er. Und ich glaube auch, er ist aktuell Erster der Meisterschaft. Ich will mal fortsetzen. Achso. So. Erstmal kriege ich jetzt einen Erfolg. Okay. Sturmjäger. Schießen den Rennen in 7 Regenszenario ab. Okay. Das ist schön. Erstmal aufzeichnen und speichern natürlich. Er 1080 Punkte, wir 1040. Und hätte mir 1030. Das ist ja schon mal ungünstig. Aber noch lange nichts verloren. Aber ich sage euch, ich will die Meisterschaft gewinnen. Ich habe es vielleicht nicht unbedingt verdient. Aber ich will sie gewinnen. Kommt aber auf die nächste Strecke an. Ich sag mal, wir werden auf jeden Fall safe Dritter, würde ich mal sagen. Aber der Erste, ich will ihn kriegen. Ich brauche 40 Punkte mehr. Und je nachdem, wie viele Punkte das nächste Rennen gibt, könnte 40 Punkte viel sein. Wenn es dann aber, weiß ich, 200 Punkte gibt, dann muss das schon sehr schlecht sein. Wenn es aber, weiß ich, 400 Punkte gibt, habe ich ein bisschen mehr Chancen. Erstmal das Geld abholen. Also 13.000, wenn es auch mittlerweile über 1 Million auf dem Konto. Ich habe ja halt ein bisschen gespielt, ne? Ich kann ja quasi mal ganz kurz hier live gucken, wie lange ich das Spiel bisher gespielt habe. Ich weiß es nämlich überhaupt gar nicht. Ich mach mal hier mit einem Video, dann switchen natürlich hier, ne? Witcher ist klar. So muss das. Ich denke, das ist immer so 20 Stunden oder so. Na, knapp ein Tag. Guck mal in der Freundesliste. Kai hat's gesuchtet. Man kriegt bereits 2 Tage, 3 Stunden. Das Spiel ist 5 Tage draußen? Oder so? Oder 6? Nee. 5. Und Kai 2 Tage Spielzeit. Ich bin kein Forza-Suchti, so gesehen. Hab's nur einen knappen Tag gespielt. Da geht ja nicht voll, ne? Naja. Jetzt auch Stufe 17. Halt durch den Online-Multiplayer. Wir fahren. Oh, wir fahren auf Bathurst. Das ist geil. Das ist geil. Das macht, glaube ich, richtig Spaß. Wir können wieder 2 Runden fahren. Ich kann ja noch mal gucken, was lang wäre. Nein, das war bei Fahrelfen immer noch, Fabian. Hat sich nicht geändert. Lang, also ich würde jetzt maximal so 5 Runden maximal würde ich fahren. Ne, 7. Und obwohl, ich habe irgendwie Bock drauf. Na komm, wir machen 7 Runden. Wird schon ein wenig dauern.
Ich glaube, der Rekord auf der Strecke liegt bei um die. Ich meine, das war irgendwie. Wie ist der Typ? Die Shane van Wisbergen oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das, glaube ich, im McLaren 650 SGT3 mit 1,59. Also, wenn wir so 2,5 bis 3 Minuten brauchen. So, also das Rennen auch ein Stückchen gehen, aber es ist mir gerade ziemlich egal. Denn erstens, ich will Erster werden. Und zweitens, ich liebe die Strecke. Und dann jetzt Formula E drauf fahren. Da habe ich mega Bock drauf. Also wird es vielleicht diese Folge kein weiteres Rennen mehr geben. Macht mir gerade sehr wenig aus. Start ganz gut erwischt. Erste Kurve gar nicht gut erwischt. Aber immerhin schon Achter. Ja, beschleunige gern mal, liebes Auto. Irgendwie Schaden oder so? Ich glaube, mir gerade so ein bisschen langsam beschleunigt. Also für Formula E-Verhältnisse. Ja, die habe ich auch. Oder auch nicht. Ich dachte, ich habe sogar zu früh gebremst. Weil die Bremsen von den Formula E-Autos sind eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob die überhaupt Keramikbremsen haben oder wie halt normale Stahlbremsen oder sowas. Ich denke mal, wird schon was sehr Hochwertiges sein. Ich meine, an sich viel müssen ja nicht bremsen, die Dinger, weil Formula E, die wiegen ja, glaube ich, gar nicht mal so viel. Ich meine, so um die 800 Kilo, von denen allein schon 200 Kilo die Batterie ist. Muss das ja auch mal geben. 200 Kilo nur für die Batterie. Ich glaube, die muss sogar während des Rennens ein oder zweimal getauscht werden. Oder heißt so gesehen, bei Formula E, die wechseln, glaube ich, sogar den Wagen einfach. Weil das einfacher ist. Da steckt der Fahrer einfach ins zweite oder ins nächste Fahrzeug um, was sie da haben. Und fährt er bitte weiter. Was hat natürlich einen vollen Akku hat, ne? Logischerweise. Hallo, mein Freund. Ich will jetzt einfach sogar mal behaupten, dass ich auf der Strecke Erster werde. Die kommen hier eigentlich relativ gut gefahren hier. Nein, ich will nicht mit Schaden weiterfahren. Ich will aber auch nicht bei jedem kleinen Schaden zurückspulen. Das ist natürlich auch nicht geplant. Das kann ich am Schaden auch direkt ausmachen, wenn ich jedes Mal zurückspule. Ah. Aber die sind noch nah dran. Das schaffe ich, glaube ich, noch. Sogar vielleicht noch einen von denen diese Runde. Wenn ich wirklich gut bin. Also dann eigentlich nicht. Gut, die gute Kurvenfahrt haben wir schon mal. Kriegen wir schon mal unseren Bonus dafür. Aber es bringt mir gerade herzlich wenig. Ich bin nur Fünfter. Aber so noch 6 Runden Zeit. Bisschen geschlittert. Aber auch ein bisschen Zeit gut gemacht. Bin wieder ein bisschen näher rangekommen. Ah, Mist. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll. Nein! Wieso habe ich ihn berührt? Hätte er vorbeiziehen können. Mich halt ein bisschen Windschatten mit. Hallo? Warte mal. Die Nase. Typisches Problem. Nicht wegziehen. Nein! Mann! Ich will dich mal so ein bisschen hinten anwitschen. Ich muss vorbei. Wieso habe ich eigentlich da den ersten Gang geschaltet? Das ist völlig idiotisch bei der Kurve eigentlich. Eigentlich fahre ich diese Kurve da in keinem Auto im ersten Gang. Eigentlich so wie jedes Auto hat da Wheelspin. Alter, wieso bist du da so langsam? Ey, was soll er denn? Medic Mike. 1, 2, 2, 5. Ich
Ich muss irgendwie eigentlich jetzt schon vorbei. Ja, ja. War nicht gerade fair, ich weiß. Aber irgendwann muss ich auch mal vorbei. Ich will nicht noch mehr zu den hier vorne verlieren. Zu der Gruppe. Ich meine, immerhin habe ich noch da Leute vor mir. Die müssen auch erstmal überholt werden. Macht sich ja nicht von selber. Okay. So zumindest schon. Ja, es war gut. Nein, es war schlecht. Es war ganz schlecht. Aber zum Glück kein Schaden. Bin ich auch schon mal froh. Schon mal läuft noch, das ist gut. Aber die kommen ja so in der Bergrunde ziemlich schnell auf Topspeed, ne? Die kommen wirklich sehr gut auf 200. Das sieht ja wieder der Berg hoch deutlich schwerer. Topspeed, also gute 230 km/h. Sind, glaube ich, in echt bei 225 abgeregelt. Ich meine, aber ganz ehrlich, es reicht eigentlich auch. Mehr muss man mit den Dingern eigentlich auch nicht fahren. Ja, die haben auch nur 270 PS im Rennen. Dafür sind 230 km/h jetzt auch nicht unbedingt, sag mal, wenig. Und die brauchen auf 100 2,9 Sekunden, habe ich gestern mal gelesen. Auf der Formula E-Seite. Das ist schon echt ordentlich. Ich meine, unter 3 Sekunden für nur, für nicht mal 300 PS. Das ist schon echt, ich sag mal, mehr oder weniger eine Ansage. Das wird eigentlich kein normales Straßenauto der Welt schaffen. Aber doch durch die, vor allem durch die Elektromotoren. Also auch ein normaler, ich sag mal, Rennwagen mit der Leistung. Und dem Gewicht würde das eigentlich auch nicht schaffen. In 2,9 Sekunden. Aber Elektromotoren, die fußen halt am Start mega. Wir haben halt sofort Leistung, sofort Drehmoment. Das ist halt ein riesen Vorteil. Auch deswegen der Tesla. So Tesla Model S. Ich meine, der für Leistung, klar. Ist aber auch scheiße schwer. Trotzdem geht er ab wie Schmitz Katze. Weil Elektromotoren. Ganz einfach. Ja, das war ganz gut. Fahrer ist von den Dingen hässlich. Ja, Mist. Ich werde aber auf jeden Fall Erster. Das sage ich euch. Nicht so langsam fahren, mein Freund. So, jetzt du da vorne. Kollege. Weiß zwar nicht, okay, nein, es ist nicht der Führende der Meisterschaft. Der war irgendwas mit M. Ach du Scheiße, das war nicht gut. Aber sich, da kann ich schon mal, da kann ich irgendwie überholen. Es geht. Ja, mein Freund. Oh, oh, au, au, das war nicht gut. Aber hat geklappt. Ich bin vorne. Da wären zwei Runden für dich ein bisschen zu wenig gewesen. Auch auf Bathurst. Das ist eine lange Strecke. Trotzdem zwei Runden, also drei müssen schon sein. Am besten wären sie vier oder fünf. Ich meine, jetzt fahren wir sieben gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil ich mag Bathurst sehr. Vor allem auch mit Fahrrad Supercars. Das ist auch richtig geil. Oder Indycars sind ja eigentlich auch gut, waren vor 6 zumindest so. Bin ja auch ab und zu mal gerne gefahren. Und halt an sich eine gute Strecke für Rennwagen. Egal ob viel Topspeed oder halt wie mit Formula eigentlich nicht viel Topspeed. Aber braucht man auch gar nicht unbedingt. Das sind einfach nur richtig geile Kurven da auf dem Berg. Was so für Laune. Und trotzdem noch hier mega fette Geraden, wo man den Wagen richtig geil beschleunigen kann. Wohl auch eine richtig geile Runde hinlegen kann. War die jetzt nicht gerade, aber eine gute 220er Zeit. Ich würde mal behaupten, Formula E hier, so wie der gerade ist, der Wagen unter 220 ist sogar möglich. Also trotzdem gute 20 Sekunden langsamer als die GT3 Autos in echt zumindest. Weil halt zwischen echt und Forza halt auch nochmal eine große Stufe.
Du wirst auch in Forza sehr selten jetzt zum Beispiel bei der Nordschleife an die Realzeiten rankommen. Das schaffst du eigentlich größtenteils nicht. Nur sehr, sehr schwer. Auch wenn du wirklich mehr gut fährst, du bist trotzdem doch ein ganzes Stück nochmal langsamer. Aber ich fahre trotzdem in 2,20 gar nicht mal so schlecht eigentlich. Oder 2,21. So, ein bisschen früh gebremst und zu spät eingelenkt. Aber ich bin Erster. Und das ist gerade das, was zählt. Und hoffentlich reicht das denn, damit ich die Meisterschaft gewinne. Und das würde ich so geil finden, nicht mal die erste gewinnen. Ja, doch mit so einer geilen Wagenklasse. Formel E mag ich ja echt gerne. Ja, viele mögen sie auch nicht, halt, ne? Kein Sound. Das ist dann schon für viele da kein richtiger Motor, ein Ausschlusskriterium. Aber für mich ist es eher sogar ein Pluspunkt. Dass es sowas auch mal gibt. Klar finde ich Sound auch besser. Auch weil sich zum Beispiel bei der Formel 1. Ich finde auch diese Turbomotoren kacke. Die brauchen richtig Saugermotoren. Das Schöne, was ich so V8 oder V10 Motoren, das war richtig geil mit Formel 1. Diese V6 Turbo-Dinger, das hört sich, finde ich, scheiße an. Muss ich so sagen. Das finde ich nicht mit Formel 1. So ein Sound, wie sie heute haben. Aber Formel E finde ich wirklich cool. Ist halt mal wirklich was anderes. Es gibt, soweit ich weiß, sehr, sehr wenige Rennserien, wo ausschließlich Elektrofahrzeuge mitfahren. Das ist auch mal wirklich was Interessantes. Das ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal, Formula E geht es auch halt so ein bisschen den Weg, den wir heute da gehen. Halt viele mehr Hybridautos, wir gehen zu Elektroautos über und versuchen das alles da zu verbessern. Das finde ich auch sehr gut so. Ich würde mir jetzt persönlich kein Elektroauto holen. War das halt auch irgendwie. Ich hätte dafür auch, finde ich, so ein bisschen zu wenig Erfahrung mit Autos. Fahrerfahrung. Erstmal mit einem normalen, also dann kann man vielleicht mal irgendwann ein Elektroauto fahren, hätte ich nichts dagegen. Würde auch liebend gerne einen Tesla nehmen, Alter. Und das ist natürlich richtig geil. Aber ich würde dann erstmal doch bei den normalen bleiben. Aber ich denke, in ein paar Jahren sind Elektroautos wirklich so weit fortgeschritten, dass sie auch wirklich mit normalen Autos mithalten können. In vielen Bereichen. Vielleicht sogar besser werden, wer weiß. Und es ist ja aktuell gerade sehr viel und sehr eifrig geforscht. Aber wir sind jetzt schon mal auf einem guten Weg dahin. Weil Tesla zeigt das ja auch. Dass auch Elektroautos nicht unbedingt mehr irgendwie eine Nische sein müssen. Denn die verkaufen ja richtig viel bei Tesla. Hier Model S zum Beispiel oder Model, gibt es ja auch Model X, Model 3. Verkaufen sich auch, soweit ich weiß, alle gar nicht mal so schlecht. Vor allem Model S halt, ne? Die ist auch schon seit ein paar Jahren in Produktion. Die Nachfrage ist da nicht gerade sinkend. Auch die Netze für die Ladestation wird weit ausgebaut. Du kannst schneller laden mit immer kürzerer Pause. Die Batterien werden immer größer, wir haben eine immer größere Reichweite. Ich finde sowas richtig gut. Gucken wir, was die nächsten Jahre bringen. Aber ich fahre halt gerne kostengünstig, sage ich mal. Mit meinem Opel, ich versuche halt, weil ich halt ein Vielfahrer bin, wegen Arbeit. Muss ich halt versuchen, den Spritverbrauch ein wenig zu drücken. Ich meine, klar, mal trete ich auch wirklich drauf. Ich meine, ich habe 80 PS, kommt nicht viel. Aber mal mache ich das auch, aber ich versuche halt schon relativ spritsparend zu fahren. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich war vorhin auch einer dieser Autofahrer. Ich hetze mich nicht. Ich brauche mich nicht hetzen, weil es nichts bringt. Immer nur irgendwie zu rasen den ganzen Tag, das bringt alles gar nichts. Kostet nur unnötig viel Sprit und Stress. Auf den kann ich beim Autofahren gerne verzichten. Da ich jeden Tag lang genug Auto fahre, kann ich das schön gechillt. Vor allem, das ist morgens mal richtig entspannt zur Arbeit zu fahren. Das ist total. Ich fahre wirklich gerne morgens zur Arbeit. Auch dieses so in Ruhe fahren, so morgens noch alles dunkel, nicht viel unterwegs. Schön Podcast hören von Pete's Meet. Das finde ich richtig geil. Verkehrsweise noch sehr entspannt morgens. Kann ich schön cruisen. Muss auch sehr, sehr wenig schalten. Ich meistens eher alles im fünften Gang fahre. Ich war auch innerorts im fünften Gang. Außerorts dann, also logischerweise auch. Muss ich, außer wenn ich stehen bleibe, eigentlich nie schalten. Das ist schon relativ entspannt. So, vorletzte Runde. Wir haben mittlerweile, glaube ich, obwohl, Vorsprung nicht wirklich rausgefahren. Die Runden wären eher immer schlechter. Aber wir sind da noch Erster.
Ich werde meine Position definitiv verteidigen und halten. Zur Not auch mit unfairen Mitteln. Wie gesagt, ich werde Erster. Ich will Erster werden, ich werde Erster. Und nichts Geringeres. Sowohl Erster am Rennen als auch Erster in der Meisterschaft. Kann ich natürlich nicht immer beeinflussen, aber ich hoffe mal, dass dann gibt hier gut Punkte. Weil je mehr Punkte es bei diesem Rennen gibt, desto mehr Punkte kriege ich auch gut geschrieben für den Ersten. Und das ist ja mein Ziel. Das gewinnen wir, wäre richtig geil. Weil der Erste, ich sag mal, ein größerer Erfolg. Ist auch in der Rennserie auch, glaube ich, ein oder zwei Rennen gewonnen für den 5. Auch sonst immer eigentlich sehr gut dabei. Ich glaube, eigentlich sogar immer Podium. Fand ich auch ziemlich gut. Ja, und in diese Erfolge möchte ich auch gerne anknüpfen. Ging einfach immer so ein bisschen von der Klasse ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel die alten Formel 1 Wagen gefahren wäre, aus den 60ern, da kann ich auf jeden Fall sagen, da werde ich auf jeden Fall nicht vorne mitfahren. Da bin ich sehr weit von entfernt. Zumindest war es in Forza 6, da fuhren die Dinger sich so beschissen, die waren quasi unkontrollierbar. Und da bin ich sogar mit Fahrrädern gefahren. Da habe ich sogar tatsächlich bei diesen Autos, glaube ich, die Traktions- und Stabilitätskontrolle angemacht. Aber das war nicht mehr normal. Es war absolut nicht mehr normal, mit denen zu fahren. Nase. Juckt schon wieder. Na, Vorsprung ist gerade wieder ein bisschen gewachsen. Die Runde ist doch gerade 0,6 Sekunden besser als meine bisherige Beste. Das ist... Das hört sich doch schon mal gut an. Ob das so gut war, ich weiß nicht. Na doch, ich glaube schon. Er sagt sogar gute Kurve. Ja, so, der muss ja gut gewesen sein. Aber Dinger fahren sich wirklich sehr angenehm. Perfekte Kurve sogar. Oh, bin ich ja gut. Und die Runde war die besser. Die war eine gute Sekunde besser. Das freut mich natürlich. Tja, eben die Runde 2 Sekunden schlechter. Und jetzt hier sogar eine Sekunde besser. Das heißt, war ich diese Runde insgesamt 3 Sekunden besser als in der letzten. Das ist doch schon mal sehr gut. So, ja, richtig hinsetzen hier auf dem Stuhl. Dass ich auch ordentlich fahren kann. Ja, ein bisschen ausgefahren. Jetzt schon wieder eine Sekunde besser. Ne, das war die Runde gerade. Ja. Was ist eigentlich hier der Akku? Wir haben noch 59%. Wie gesagt, die Anzeige war ein bisschen was anderes, finde ich. Sieht natürlich mehr aus. Weil natürlich Akkukapazität ist auch begrenzt, oder von der Batterie. 200 Kilo ist schon was ordentliches, aber... Deswegen wird das auch wirklich immer beschleunigen, immer wieder auf Topspeed, immer wieder bremsen, beschleunigen. Das kostet halt sehr viel Energie. Da geht halt die Reichweite deutlich sehr schnell runter. Da muss man schon mal im Rennen das Auto wechseln. Ich weiß aber nicht jetzt, wie lange so ein Formula E-Rennen geht. Aber ich denke, auf jeden Fall ein bisschen kürzer als ein Formula 1-Rennen. Ja, vielleicht so die Hälfte von einem Formula 1-Rennen. Ich kann das wirklich nicht einschätzen. Ich schätze mal, so eine Stunde geht so ein Rennen bei der Formula E. Das reine Rennen, also jetzt ohne Qualifying und ohne alles, einfach nur das reine Rennen, eine Stunde. Schätze ich jetzt mal. Wir müssen hier, denke ich mal, einmal das Auto wechseln. Bei Batteriewechseln würde, denke ich mal, auch gehen, weil es, glaube ich, halt nur so an so ein paar Sachen wie festgeschraubt. Aber ganz ehrlich, eine Batterie wechseln, so nach Ewigkeiten, würde länger dauern, als einfach nur mal schnell umzusteigen. Und sich dann wieder anzuschneiden und dann losfahren. Wenn die Dinger sind, dann startbereit, ne? Die müssen halt nicht gestartet werden. Jetzt nicht hier gucken, treten, Zündung und dann losfahren, kannst du halt direkt Gas geben mit dem Ding. So ein Ding ist immer bereit. Und ist wieder schlechter, aber es ist nicht gut. Aber Elektro scheinen wohl so ein bisschen die Zukunft zu sein. Und wer weiß, wie hier Benzin und Diesel, wie lange es das noch gibt. Oder weiß ich, hier Autogas oder weil wir auf alternative Antriebe überspringen müssen. Also hier sich Brennstoffzelle oder sowas oder Elektro. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, wir haben noch locker 20, 30 Jahre, haben wir, denke ich mal, trotzdem noch Benzin und Dieselmotoren. Egal wie weit das fortgeschritten ist oder nicht. Wir werden sehen. 400 Punkte, das ist gut. 10 Punkte gab, das ist sehr gut. Aber bitte, bitte lass es reichen. Bitte lass es reichen für die Meisterschaft.
Das würde mich so freuen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube tatsächlich, wir haben 10 Punkte weniger. Aber bitte. Ja. Wir haben tatsächlich 10 Punkte weniger als erster Platz. 1440 zu 1450. Wir sehen uns gleich mal wieder. Und reicht es? Und er ist Fünfter. Sollte reichen. Mal ganz kurz die Dinge richtig gestellt, wie es eigentlich ist. So. Jawohl. Ich habe gewonnen. Natürlich sehr fair. Eigentlich wirklich sehr fair. Bin jetzt nochmal zwei Runden gefahren. Auf etwas niedriger Schwierigkeit. Aber ein bisschen versucht, die KI aufzuhalten. Sie machen sich wirklich gut da oben. Aber er ist noch Fünfter gewesen, also das hat es für mich gereicht. Ich bin Erster geworden. Hat damit die Meisterschaft der Formula E gewonnen. Jawohl. Noch dein Geldbonus. Haben wir schon fast 1,2 Millionen. So schnell kann es gehen. Und wieder ein Level aufgestiegen. Bekommt 20.000. Und was können wir denn nehmen? Ein Tourenwagen? Den nehme ich doch gerne. Kostet nur noch 20.000. Das mache ich auf jeden Fall. Ich habe doch übrigens noch ein paar Sonderpunkte. Nämlich 180. Nicht viel, nicht so viel. Ein dummer Wagen, ja. Für ein Fünftel des Preises nehme ich doch immer gern. Da kann man auch nicht nein sagen. Wir sind bei der Sonderstufe 3, jetzt ungefähr bei der Hälfte. Also fehlt auch nicht mehr so viel zu 4. Wo wir dann wieder neue Fahrzeuge freischalten werden. Unter anderem glaube ich auch die ganzen GT3 oder GTE-Rennwagen oder GTLM und so weiter. Wie die Klassen alle heißen. Wir haben damit ordentlich Punkte gemacht hier in der Aufsteigermeisterschaft. Was könnten wir denn als nächstes machen? Also Formula E ist abgeschlossen. Backout Open war abgeschlossen mit dem ATSO. Dann würde ich mal sagen, ist es an der Zeit für ein weiteres Schaurennen. Aber erst in der nächsten Folge. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.